Er trägt einen berühmten Namen und hat im Tourenwagen-Rennsport fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Der Ford Sierra Cosworth. Ford wollte seiner jeher motorsportbegeisterten Kundschaft wieder einen echten Racer anbieten. Aber bitteschön mit viel Platz für die ganze Familie und das Reisegepäck. Herbert Engel nennt einen ganz besonderen Cosworth sein eigen, einen RS 500, gefahren vom damaligen Ford Motorsportchef Lothar Pinske. Ford hat 1987 für die Weltmeisterschaft der Tourenwagen einen Ford Sierra RS gebaut. Das war das Homologationsmodell vom RS normalen Cossi. Und da das Auto mehr PS haben musste, wurden halt vom Motor her verschiedene Änderungen vorgenommen. Unter anderem gab es eine doppelte Einspritzanlage, was dem Auto bis zu 520 PS verholfen hat. Und aus Homologationsgründen wurden Straßenautos gebaut, ca. 200 bis 250 Stück. 1958 gründen Mike Costin und Keith Duckworth die Motorenschmiede Cosworth. Die beiden jungen Ingenieure spezialisieren sich auf Vierzylinder-Rennmotoren auf Ford-Basis. 1965 arbeiten Ford und Cosworth eng zusammen und entwickeln einen V8-Motor für die Formel 1. Der Anfang einer langen Erfolgsgeschichte. Beim holländischen Grand Prix kommt der Cosworth DFV in Jim Clarks Lotus erstmals zum Einsatz und gewinnt. Clarks glorreicher Sieg war nur der erste von vielen. Zwischen 1967 und 1983 siegt der Cosworth-Motor 155 Mal und ist bis heute der erfolgreichste Formel-1-Motor aller Zeiten. Berühmte Fahrer wie Graham Hill, Jackie Stewart, Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi, James Hunt, Mario Andretti, Alan Jones, Nelson Piquet, Keke Rosberg und Michael Schumacher werden mit Ford Cosworth Motoren Weltmeister. Auch der Sierra Cosworth macht seinem berühmten Namen alle Ehre. Die Rennsportgene sind unverkennbar. '87 wird Ford mit dem Texaco Cossi Tourenwagen-Weltmeister. Die Fahrer Klaus Ludwig und Klaus Niezwitz. Auch beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring sind sie erfolgreich. Später macht der Sierra in der DTM Karriere. Der über 500 PS starke Cossi spielt mit seinen Gegnern Katz und Maus, bis ihm zu enge Ehrrestriktoren die Luft abschneiden. Herbert Engel besitzt nicht nur die Straßenversion. Gleich daneben parkt das Original-Weltmeisterauto von 1987. Die optischen Unterschiede sind gering. Lediglich Rennsport-Goodies wie hydraulische Hebeanlage, Haubenschnellverschlüsse und Rennsportfelgen zieren die ansonsten serienmäßige Karosse. Ebenso unverändert das Hecktablett im Großküchenformat. Turbo lautet beim Cossi das Zauberwort. Der 2-Liter Vierzylinder leistet in der Straßenversion 204 PS. Durch Modifikationen wie größere Turbolader und Ladeluftkühler leistet die Rennversion bis 510 PS. Ja, es macht also einen riesen Spaß mit dem Auto zu fahren, weil es sich sehr, sehr gutmütig fährt. Das Auto hat einen Riesenschub durch die 510 PS. Hat zwar vom Drehmoment hat er damals schon 470 Newtonmeter gehabt, was heute natürlich nicht mehr so viel ist, aber das Auto lässt sich wunderschön fahren und hat richtig Dampf. Viel Dampf hat auch heute noch die Straßenversion. Auch unser Kameramann bekommt das zu spüren. Gibt man mit einem Cossi auf einer leeren Landstraße richtig Gas und lässt den Turbo pfeifen, wähnt man sich wie auf einer Wertungsprüfung bei einer Rallye. Denn die sonst so biedere Limousinenkutsche verwandelte sich in der Cosworth-Version zum motorsportlichen Alleskönner. Allein 1987 fährt der Sierra Cosworth bei 28 internationalen Rallyes Siege ein. Später erscheint der Cossi gar als Allradversion und legt die Grundlage für den erfolgreichen Escort Cosworth. Musik.
Auch heutzutage kümmern sich viele Liebhaber um den schnellsten der Sierras. Es gibt da speziell für diese Autos, gibt es also Leute, die sich damit beschäftigen. In Belgien gibt es Clubs, in Deutschland gibt es inzwischen Clubs, in England gibt es Clubs. Also Ersatzteilprobleme gibt es keine. Ein Original-Cossi in gutem Zustand kostet heute etwa 10.000 Euro. Für die rare Homologationsversion RS500 ist mindestens das Doppelte anzulegen. Und wer ein originales Weltmeisterauto mit Historie sein eigen nennen will, der kann ja mal ganz dezent bei Herbert Engel nach dem Preis fragen.